Jesus sagt, betet für Präsident Trump. Gebet ist der entscheidende Faktor, dass er überlebt. 2. Mai 2019. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Herr Jesus, ich danke dir für deine Warnungen und dass du uns neue Chancen gibst, um unsere Liebe zu dir zu beweisen. Jesus, ich habe dich nicht mit meinem ganzen Herzen und Gemüt geliebt. Meine Gedanken sind umhergeirrt. Hilf uns, dass wir unseren Blick auf deiner Hand halten können und uns bewegen, wenn du sagst, bewegt euch. Amen. Herzbewohner, wir befinden uns wieder an jenem Punkt. Ich hoffe, dass ihr euch ein wenig erholt habt, da wir wirklich für Präsident Trump ins Gebet eintauchen müssen. Er reist am Freitag, 3. Mai 2019, nach England und trifft sich mit der Queen. Es ist ein geheimes Treffen, von dem die Öffentlichkeit nichts weiß. Ihr Lieben, bitte betet und fastet. Wenn der Mordanschlag auf sein Leben erfolgreich ist, wird kurz danach der Dritte Weltkrieg ausbrechen und natürlich wird die Entrückung mitten im Chaos stattfinden. Bitte, ihr Lieben, rund um die Welt, dies ist keine nationale Gefahr. Dies bedeutet das Ende des Friedens auf Erden und Millionen werden getötet werden in jedem Land. Bitte betrachtet dies als etwas, wofür wir beten müssen. Ganz egal, in welcher Nation wir geboren wurden. Wir sind immer noch Bürger des Himmels. Also gehört alles, was auf Erden geschieht, auch zu uns. Meine Schlussfolgerung ist, es gibt eine Zeit für Musik und es gibt eine Zeit für Kunst und es gibt eine Zeit für Gebet. Und das Gebet kommt immer zuerst, besonders in nationalen Notfällen. Was würde ein Lied oder Bild Gutes bewirken, wenn die Welt morgen in die Luft fliegt? Wie viele könnte es dann berühren? Also bitte ich alle, die verliebt sind in ihren Jesus, unseren Präsidenten zuzudecken während dieser Zeit, wo er einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist. Ihr Lieben, unser Präsident ist am Leben, weil wir gebetet haben. Er ist im Amt, weil wir gebetet haben. Und er wird weiterfahren, die Festung des Bösen in unserer Nation zu zerstören, weil wir gebetet haben. Herr, was hast du dazu zu sagen? Jesus begann: Claire, es ist unerlässlich, dass alle beten. Ich werde euch so viel sagen. Der Plan ist äußerst durchdacht, aufwendig und vielschichtig. Und wenn eine Sache nicht funktioniert, wird er in einen anderen Versuch übergeleitet und in einen anderen und so weiter. Sie werden ihn nicht lebendig gehen lassen, sofern irgend möglich. Aber sie sind Menschen und ich bin Gott. Wenn also genug Gebete und Fastenopfer aufsteigen, wird er am Leben bleiben. Es wird zahlreiche Versuche geben, während er in der Luft ist. Sie überlassen es nicht dem Zufall, dass er noch einen Tag länger lebt. Betet für einen übernatürlichen Schutz. Betet für die Geheimdienstagenten, damit sie die Anweisungen von dem Heiligen Geist empfangen können. Betet, dass sie empfänglich sind, dass sie besonders vorbereitet sind, für Versuche, Chaos zu verursachen und sie zu überrumpeln. Sie sind höchst trainiert, aber dieser Trip wird ihre Überlebensfähigkeiten strapazieren. Das Gebet wird der entscheidende Faktor sein, dass er überlebt. Herr, darf ich etwas hinzufügen? Ja, du darfst, Liebes.
Lasst uns auch unsere Mutter Maria bitten, ihn in ihren Mantel zu hüllen, damit ihn kein Unglück treffen kann, oder seine Frau, wenn sie dort ist. Meine Liebe, da gibt es nichts Abergläubisches daran, meine Mutter zu bitten, dass sie mit euch betet. In Wirklichkeit ist es der marianische Multiplikator. Wenn sie mit euch betet, werden eure Bitten meinem Vater präsentiert, zusammen mit einem großen Segen. Jene, die die Schriften verstehen und demütig genug sind, sie darum zu bitten, Fürbitte einzulegen, deren Gebet wird ein großes Wohlwollen hinzugefügt. An einem Tag in naher Zukunft werden die Menschen auf der ganzen Welt die Kraft ihrer Fürsprache kennenlernen und aufhören, sie zu verunglimpfen. Herr, ich erinnere mich an Kim Clements Prophezeiung. Ich habe sie herausgesucht, damit ich sie mit euch teilen kann. Prophezeiung durch King Clement. Da gibt es einen Präsidenten, der kommen wird. Er wird absolut keine Angst haben. Er wird entscheidungsfreudig sein. Inmitten der Wiederherstellung von Amerika, wenn die Wiederherstellung beginnt, wird es eine Frau geben, die aufstehen wird. Eine Frau, die im Glauben stark sein wird, tugendhaft, wunderschöne Augen, ihre Augen werden rund und groß sein. Ich habe sie gekrönt, sagt der Herr, wie ich Esther gekrönt habe. Und die Menschen werden sie annehmen, denn sie wird das Öl der Freude haben für den Schmerz und die Trauer, die eingekehrt sind. Und sie wird das Öl ausgießen, sie wird das Öl über diese Nation gießen. Und Gott sagt, die Heilung wird beginnen und dann rasch fließen. Die Schulen werden frei sein von möglichen Schäden und Gefahren wie Schießereien, Morden und Drogensucht. Die Kartelle werden sich vor einer Frau fürchten, einer von Gott gesalbten Frau. Und Gott sagt, sie werden sagen, wir haben sie gehasst, aber jetzt lieben wir sie. Denn sie wird das heilende Öl nehmen und sie wird es über die Narben jener auf der linken und rechten Seite gießen und über die neue Partei, die hervorgegangen ist. Deshalb wird die notwendige Heilung dieser Nation in der Mitte der Präsidentschaft kommen. Es wird eine Frau kommen und Gott sagte, es wird Öl geben, das über die Nation gegossen wird und sie werden die Heilung plötzlich fühlen. Und sie werden sagen, meiner Seele geht es gut, denn die Seele Amerikas ist verdorben. Die Seele dieser Nation wurde verdorben durch Verbitterung und Zorn. Und Gott sagt, sie wird sagen, keine Verbitterung mehr, kein Zorn mehr, keine Spaltung mehr. Und sie wird das Öl ausgießen, das von dem Geist des Herrn fließen wird. Ende der Prophezeiung. Herr, würdest du gerne etwas dazu sagen? Wen habe ich gekrönt, Claire? Deine Mutter Maria. Wer wurde von der evangelischen Gemeinschaft gehasst? Unsere und deine Mutter Maria. Und wer hat dich mit Freude und Erleichterung berührt in Momenten extremer Leiden? Du, Herr, und sie auch. Und damit hast du deine Antwort. Aber hör nicht auf zu beten, denn da gibt es Dinge, die vor jenem Tag geschehen werden. Ein Wachrüttler und Weckruf. Und ich wünsche mir, dass kein Mensch umkommen muss.
Aber jene, die abgelehnt haben, sich mit mir zu versöhnen, sind in großer Gefahr. Was ich an diesem Kanal liebe, ist, dass ihr alle so empfänglich seid. Obwohl ihr müde geworden seid, erhebt ihr euch immer noch, um zu beten und Fürsprache einzulegen. Da ich euch zurief und ihr habt mir geantwortet, sprich Herr, dein Diener hört zu. Und da gibt es jene unter euch, die wirklich Heilige sind auf dieser Erde, und eure Gebete fangen die Herzen der Zeugenwolke und der Engel im Himmel ein. Zweifelt nie daran, eure Gebete haben manche Schlacht umgedreht und jene errettet, die vorher als unerlösbar erschienen sind. Seid ermutigt, Herzbewohner, ich liebe euch innig und ich zähle auf euch bei so vielen Dingen, Gebet und Trost. Ich liebe euch so, erhebt euch und setzt euch ein. Ihr Schläfer, steht auf. Ich gebe euch eine weitere Chance, um das Fläschchen eures Herzens zu brechen, um eure Nation zu retten und zu den Auserwählten gezählt zu werden. Mai 2019, neues Update, Präsident Trump ist in England. Claire begann: Ich möchte euch ein Update geben über das, was gerade vor sich geht. Dies stammt von unserer Quelle. Von unserer Quelle wurde mir berichtet, dass Präsident Trump zwischen 21 Uhr und 4 Uhr die Vereinigten Staaten in Richtung London verlassen hat. Ihr alle habt gebetet. Es wird berichtet, dass er ein geheimes Treffen mit der Königin von England hatte und dass er die US-Notenbank abschaffen und den Dollar demnächst gegen US-Banknoten tauschen wird. Ihr Lieben, hört nicht auf zu beten. Nach Aussage des Herrn wird es mehrere Mordversuche geben. Bleibt wachsam und betet. Mir wurde auch gesagt, dass sehr viele Menschen festgenommen wurden. Viel mehr, als uns bekannt sind. Und bald werden auch jene, die sichtbarer sind, verhaftet. Lasst uns für ihre Seelen beten. Einige von ihnen waren an satanischen Ritualen beteiligt und werden zum Tod verurteilt werden. Ich wollte dies veröffentlichen, da mir jemand gesagt hatte, dass am 3. Juni ein Treffen mit der Königin geplant sei. Und sie dachten, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder dass unsere Quelle einen Fehler gemacht hat. Nein, dies ist ein Geheimnistreffen, von dem niemand sonst wusste. Herr, gibt es etwas, das du noch hinzufügen möchtest? Jesus begann: Meine Schätze, ihr habt wieder einen Plot, euren Präsidenten zu töten, vereitelt. Bitte glaubt mir, wenn ich euch sage, dass die Gebete der Herzbewohnergemeinschaft mächtig sind und dass sie das Herz des Vaters berühren. Betet weiter, die Schlacht ist noch nicht vorbei, aber eure Gebete haben wesentlich dazu beigetragen, das Blatt zu wenden. Und das tun sie immer. Bleibt also bis Sonntag auf euren Gebetsplätzen. Ich bin mit euch, Herzbewohner. Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre, als mit euch allen in meinem Herzen zu verweilen. Ich weiß, dass die Dinge schwierig waren, aber die Früchte, die sich offenbaren, sind von großer Bedeutung für die ganze Welt.